Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von Sim Airport. Ja, wir haben ja unseren Flughafen in Betrieb genommen und haben ja dann auch schon hier die zwei Flugzeuge hier den Gates zugeordnet. Das Ganze hier oben ist ja aktuell stillgelegt und ich hätte jetzt prinzipiell mal gesagt, dass wir uns ein bisschen um den Flugplan kümmern. Dazu müssen wir natürlich erstmal neue Airlines ergattern. Ich hätte tatsächlich gesagt, durch welche die auch große Flugzeuge haben. British Airways ist noch locked. Erfordert Treibstoffdepot. Oh. Ja, stimmt. Wie kommen die eigentlich an Treibstoff? Tanken die bei mir gar nicht? Oder wie genau funktioniert das? Egal, wir kümmern uns wie gesagt erstmal um ein paar Airlines. American Airlines können wir selbstverständlich annehmen. Die brauchen hier das ist alles recht klein. Das nehmen wir mal an. Das nehmen wir mal an. Ja, die anderen Sachen sind jetzt alle klein nur. Alaska Airlines. Auch nur. Ich nehme jetzt mal keine Flugzeuge an mit S. Benötigt eine Startbahn von mindestens 240 Meter Länge. 220. Nein! Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Ich kann kein 380 landen lassen. Ah, no! Ne, 747 auch nicht. Okay. Wir verschachteln jetzt hier erstmal. Ja, wir verschachteln jetzt erstmal die, wo wir jetzt hier haben. So. So. Und du kommst hier hin. Du kommst nach hier hin. Und du kommst hier hin. Sehr gut. Jetzt muss ich mir kurz was überlegen bezüglich der Startbahn. Ich hätte einfach gesagt, ja, ich hätte einfach gesagt, wir kaufen uns dieses Grundstück hier. Und dann bauen wir da unten nochmal eine schräge Bahn. Dazu müssen wir aber hier jetzt erstmal alles abbauen, bitte. Das alles weg, bitte. Denn der Zaun kommt hier hin. Oh, jetzt bauen die hier auch ab. Ja, okay, das ist natürlich nicht so schlau. Thank you.
too. Dann bauen wir hier logischerweise noch die Straße fertig. Oh oh. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ah, doch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich weiß, dass ihr gecancelt worden seid. Okay. So, jetzt passt da wieder alles. Perfekt, so. Okay. Dann machen wir ein... Warte mal, Rollweg. Und hier wäre dann Stadtbahn. Kann das sein? Machen wir mal einen Asphalt. Muss ich Erdgeben. Ungültige Platzierung. Ja. Wie lang wäre denn 240? Boah, 240, der kommt. Okay, 240 ist die Marke für alles. Okay, ungültige Platzierung. Dann setzen wir die doch hier hin. Oder dann auch lieber hier. Ja. Gut. Das machen wir so. Und so. Und wie war das nochmal? Doch, wie hieß denn das? Das da. Runway Exit, ah. What? Nee. Runway Exit. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, das machen wir dann mal so. Hier machen wir auch noch eins hin. Sehr schön. Ah, die kann ich noch nicht upgraden, weil du noch im Bau bist. Du bist natürlich dringend. So. Sehr schön. Fertig? Oh ja, du bist fertig. Das ist Operationsfeld. To zero right ist 15. To zero left ist 12. Wieso kann hier nur so wenig? Verstehe ich nicht. Nur 12? Das verstehe ich nicht. Okay, auf jeden Fall, die Left ist nur für Abflüge und die ist nur für Anflüge. So. Okay, dann haben wir einmal die Landebahnbeleuchtung. Dann haben wir das ILS.
Und wir brauchen noch die Harpy. Oh, kann das jetzt sein, dass sich, das schauen wir gleich mal, dass sich jetzt durch das, durch die Upgrade, zum Beispiel auch von ILS, dass sich das erhöht hat? Ja! Ah, sehr gut. Sehr gut. Gut, also, dann gehen wir nochmal zur Lufthansa und nehmen dort mal die A380 an, die 747, die A380, noch ein A380, ein A350, 747, noch eine 747. Sehr schön. So. Maximum Runway, Arrival, Departure, requires morning arrivals, time slot, die Flugzeuge muss mit der Gesellschaft des Gates übereinstimmen, extend boarding time by rising edges, ja, was bist du? Du bist ein A380. Oh, 5 Stunden. Was bist du? Du bist auch ein A380. Du bist eine Boeing 747. Du bist auch ein A380. Und du bist eine Boeing 747. Okay. Also, dann kommst du hier auch hin. Du kommst aber etwas später. Du bist auch ein A380. Du kommst hier. Und bist auch 5 Stunden da. Und dann Boeing 747. Zwei Stunden dreißig sollen wir auch passen. Ja, dich ziehen wir auch auf die 5 Stunden. So, und dich ziehen wir auch auf die 5 Stunden. Sehr gut. Du bist ein A350. Sagen wir mal 4 Stunden. Was bist du? Du bist ein Boeing 747. 5 Stunden. Und nochmal eine Boeing 747. Ja, auch 5 Stunden. Ja, so, jetzt haben wir hier alles verschafft. So. Gut, jetzt sieht doch mal unser Flugplan nicht schlecht aus. Wie kriege ich denn hier Early AM? Dazu noch irgendwas erforschen? Was ist mit euch? So, Leute, kleine Sachen, eine Beach. Nee, jetzt mal nicht. Was ist mit euch? Ihr habt nur große Sachen. 777, noch eine 777, 777, ja, haben wir auf jeden Fall noch Platz für. So, 777 ist auch 5 Stunden da. Und die 777 ist auch 5 Stunden da. So, schön.
Wieso ist die Landebahn beleuchtet? Achso, die ist nur so schwach. Okay. Na gut. Ja. So, jetzt kommt ja gleich der nächste Tag. Wie sieht es jetzt hier eigentlich aus mit Versorgung? Hier, mit dem Treibstoff. Gibt es großer Treibstofftank. Treibstofftank. Unterirdischer Treibstofftank. In einem extra großen Formfaktor nimmt Stockwerk minus 1 und minus 2 ein, wo immer er platziert ist. Und während des Baus darf darüber nichts gebaut sein. Kapazität 1600 Liter. Okay, Tankstelle. Eine Tankstelle wird benötigt, um ein Tanklaster mit dem Kerosin aufzutanken, welches anschließend zu den Flugzeugen gebracht werden kann. Okay, aber ich habe ja überall diese unterirdischen Tanks hier. Ich habe überall die unterirdischen Tanks. Das heißt, Treibstoffdepot empfängt Jet-Treibstofflieferungen und verteilt sie über unterirdische Treibstoffleitungen zu Treibstofftanks oder Gates. Okay, verstehe. Verstehe. Das heißt, ja, was heißt das jetzt genau? Das heißt, dass ihr nochmal eine separate Straße bekommt. Dass ihr nochmal eine separate Straße bekommt. So. Und zwar. Dann hier so runter und hier wieder rein und achso, ich kann da nur eins bauen. Okay. Dann machen wir das mal hier hin. Bauen wir den Zaun hier aus. So, wo sind die ganzen großen Flugzeuge eigentlich? Hier, wo sind die? Alle nicht da. Gate A. American Airlines. So. Oh. Oh. Lufthansa A350. Schön. Alle gar nicht so lang. Krass. Ich hätte gedacht, die braucht viel länger. So, also, wir machen hier mal einreißen. Und hier löschen. Oder auch einreißen.
you. Muss an einer Straße angeschlossen sein, die Spawn und die Spawnpunkte. Genau. So, jetzt musst du noch mit einem unterirdischen System verbunden sein. Versorgen. Muss in Stockwerk minus 2 platziert werden, belegt minus 1, minus 2 Stockwerke, zu nah an einem Objekt Hallway. Oha. Es darf echt nichts darüber liegen. Okay. Ja, dann machen wir lieber die oberirdischen Tanks. Scheiße, jetzt habe ich das eins zu klein gemacht. Nee. Zu nah an einem Objekt Rollweg. Ja gut, der Rollweg existiert ja eigentlich eh nicht. Also von dem her. Und außerdem könnten wir den Zaun hier einfach eins weiter bauen. Ja. Da nochmal einreißen, sobald ihr das habt. Sehr schön. Dann machen wir nochmal einen großen Tank. Nochmal einen großen Tank. Nochmal einen großen Tank. Noch einen. Noch einen. Das geht keiner mehr hin. Okay, so wie funktioniert das jetzt? Okay. Ist einfach nur hier hin? Ich habe absolut keine Ahnung. So, dann nochmal alles einreißen hier. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge unser Treibstoffsystem fertig haben. Schaltet auch da wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.